Hey Leute, ich bin MacPaverick. Ja, willkommen auf meiner kleinen Kübelfarm sozusagen. Ich baue hier allerlei Sachen nur in Kübeln an, damit ihr das zu Hause auf der Terrasse oder auf dem Balkon eben auch machen könnt. Hier geht es jetzt einmal um Blattsalat. Das hier ist Lolo Beyonder und ich möchte euch sagen, wie ich diesen Salat angebaut habe, wie ich ihn pflege und wie ich ihn letztendlich dann auch ernte, damit ihr alles zur Pflanze erfahrt. Ja, kommen wir erstmal dazu, wie ich zu dem Salat gekommen bin. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann den durch eine Aussaat erreichen oder man kauft sich fertige Pflanzen oder man kauft sich im Supermarkt einfach einen Salat, einen Lolo Beyonder Salat und lässt den wieder nachwachsen. Das Ganze nennt man Regrowing, dazu habe ich euch unten auch mal ein Video verlinkt. So bin ich an diesen Salat gekommen. So, als nächstes, wie sieht das mit der Pflege aus? Ganz wichtig, der Standort. Ihr seht hier, wie groß der Kübel ist. So groß sollte er auch ungefähr pro Pflanze sein. Das sind hier 25 x 25 cm. Das heißt, wenn ihr den irgendwie in einen größeren Kübel pflanzt oder im Feld auspflanzt, dann lasst auch immer 25 cm Abstand zwischen den Pflanzen. Das ist der Raum, den sie eben brauchen. Und der Standort sollte sonnig bis halbschattig sein. Das Gute ist, wenn man das in Kübeln hält und das mal richtig knallerheiß ist, dann kann man den auch aus der Sonne stellen, weil dann leidet er sonst so ein bisschen. So, den Standort hätten wir geklärt. Übrigens hat es auch einen Vorteil, wenn man das im Kübel macht und auf dem Balkon. Schnecken fressen nämlich gerne einen solchen Salat und das passiert im freien Feld häufiger, als wenn ihr das im Kübel habt, und auf dem Balkon sollte euch das so gut wie gar nicht passieren. Ja, jetzt kommen wir einmal zum Gießen. Da ist es ganz wichtig, wenn ihr gießt, dass ihr nicht direkt über die Pflanze rüber gießt, sondern dass ihr an die Wurzel herangießt, Weil das mögen die Salatblätter einfach nicht so gerne, wenn sie nass sind. Deshalb ist es auch ganz gut, wenn man den so ein bisschen geschützt unter einem Dach stellt. Wie gesagt, wenn ihr den im Feld habt, dann regnet es auch mal drauf. Aber gießen tut er ja nun häufiger. Deshalb zu oft sollte dann eben kein Wasser auf die Pflanze kommen. Wie sieht das mit dem Düngen aus? So nährstoffreich braucht das gar nicht sein. Das reicht, wenn ihr anfangs das Pflanzengefäß mit Nährstoffen anreicht. Entweder habt ihr nährstoffreiche Erde oder ihr bereitet diese auf, dass sie eben Nährstoff hat, indem ihr das vorher gut mal düngt. Und dann reicht das eigentlich auch. So, kommen wir einmal nochmal zur Ernte. Wenn ihr die Größe so erreicht habt wie hier, so ungefähr 15 bis 20 cm, dann kann man doch da schon mal was abernten. Jetzt kann man natürlich den ganzen Salat rausreißen und wegfuttern, dann ist er weg. Oder man schneidet einfach nur so ein bisschen das ab, was man eben haben möchte. Dann ist das Coole nämlich, dass das nachwächst und so hat man die Pflanze dann ein bisschen länger und kann entsprechend dann halt auch mehrfach ernten. Einfach das, was man will, abschneiden, gut ist, nachwachsen lassen und wie gesagt, mehrfach dann ernten. Dann noch ganz interessant, wie sieht es mit Frost aus bei der Pflanze? Sie ist nicht ganz so empfindlich, hält eigentlich ganz gut aus, aber ich mache es immer so, erst nach den Eisheiligen kommt die raus. Vorher habe ich das Ganze immer noch in der Wohnung und dann fahre ich da einfach auf der sicheren Seite. Schmeckt gut. Ich glaube, jeder kennt das, wenn man das selber angebaut hat, geerntet hat. Schmeckt doch gleich besser. Das Coole ist, mehr gibt es zu dem Salat eigentlich auch gar nicht zu beachten. Man braucht also nicht wirklich einen grünen Daumen. Probiert es auch mal aus. Ihr müsst aufpassen, damit ich ihn hier gleich verschlucke. Vielleicht genauso wie ich über Regrowing, dass ihr euch das selber zieht und dann eben ein bisschen mehr für euer Geld bekommt und länger was von der Pflanze habt. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr aus meinem Kübelgarten erfahren wollt, lasst ein Abo da. Ich sag bis dann, euer MacPaverick.